So Leute, willkommen zum Test von den Big Kids von Komet. Über 175 feurige Teile. Letztes Jahr gekauft beim Hit. Preis kenne ich jetzt nicht mehr. Hier drinne sind dicke Brummer, tolle Biene mit alten Design, Blitz, Donner, also Blitz und Donner, Mini-Vesuve, dann Knallerbsen, Knallerbsen, super Knallerbsen, nochmal super Knallerbsen und Wunderkerzen. 40 Stück. Kann sagen, scheiße. Und der Rest ist eigentlich relativ ganz gut. Wir testen das jetzt gleich, Leute. So, Street ist jetzt auch eingetroffen. Heute mit normalem Feuerzeug, das ging jetzt vorhin im Marathon. Big Kids vom Komet. Ganz genau. Ich würde sagen, wir kippen das mal aus. Oh ja. So, fangen einfach mal an, ne? Ja, anfangen tue ich mit den super Knallerbsen. Den größten Plunder überhaupt. Guck mal, sind die noch mal da drin eingepackt. Alter, die sind sogar groß. Guck mal hier. Ja. Aha. Jetzt auf Schlag. Eines kaputtes Verarsche hier. Das war schon laut, ne? So. Dann machen wir hier die Star Smashing. Auch Knallerbsen. Ah, Leute. Dass die immer so gut verpackt sind, ne? Ja. Sollten die einfach lose in die Packung tun. Ja. Nee, keine Ahnung. So, erstmal eine einzeln. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, ja. Der Rest auf Schlag. Ja, alle hochgegangen. So, dann haben wir hier Blitz und Donner. Jetzt habe ich mein Feuer weggepackt. Gucken wir direkt mal aus. In Grün und Rot. Genau, das sieht schon ein bisschen interessanter aus, ne? Ja. So, wir haben sogar verschiedene Größen. Oh ja, deswegen auch Blitz und Donner. Machen wir einfach mal alle, ne? Machen wir zuerst den roten. Können ja erstmal einen roten und einen grünen einzeln und dann den Rest alles hinterher. Sieht auf jeden Fall gut aus. Jo. Jetzt zwei kleine davon. Guck mal, grün, leicht grün, ne? Ja. Aber wo ist der Donner? Ich sehe hier nur einen Blitz. Richtig. So, und dann machen wir die letzten Aufschlag. Wie man es von uns kennt, ne? Vier Stück. Das ist richtig. So. Alter. Google Snapper. Die haben hier 20 verschiedene Namen. Ja, damit das halt interessanter klingt, ne? Das ist halt verarscht, ne? Aufgebrannt. Direkt weg, wenn ich sagen. Ja, direkt hier ins Schlachtfeld reinschmeißen. Boah. Ja, das war's dann damit. Kannst du sogar ganz schön draufsetzen, das ist gut. Jetzt kommen wir wieder was zu. Tolle Biene. Ein bisschen interessanter hier. Ich weiß nicht, ob das so lange hält. Ne? Ach. Sieht gut aus. So. Okay. Auf geht's. Ob die sich hier auch drehen, ne? Wir haben die Power, auf jeden Fall. Die letzten zwei auf Schlag.
Das ist, weil der Boden ja schon so gut verdichtet ist, weißt du? Ja. Hat leider nicht funktioniert. Nee. So, den Müll tun wir mal beiseite. Ja. Die hatten wir alle schon. Ja, da scheißen wir jetzt mal drauf, oder? Ja, dann machen wir jetzt mal was Abwechslungsreicheres, und zwar die Mini-Power-Vesuve. Ja, kleine schöne Vulkane, so hat die Fritze Feuerstein. Sehr schön designt. Ja. Das Papier oben gefällt mir, ist knallrot. Ne? Ja. Bisschen Gold, bisschen Silber, sieht ganz gut aus, ne? Die letzten zwei machen wir mal so. Schräg. In irgendeinem Video haben wir das schon mal gemacht, ich glaube an Silvester. Genau, dieses haustierfreundliche Set. Geht nee. Wahrscheinlich jetzt an. Oder auch nicht? Nee. Es sprüht da dran, aber da passiert nichts. Sind ganz okay für Klasse 1, ne? Dann machen wir jetzt mal eine Wunderkerze. Jawohl. Aha. Alter, das dauert jetzt bestimmt ewig damit, ne? Oder auch nicht. Oh, wie schön. Ja, ein bisschen spannender machen. Ich glaube, das wird nichts. Oder? Viel, viel besser. Ja. Gleich, zum Schluss machen wir noch alle auf Schlag, ne? Ja, wegen mir, gerne. Ja, jetzt noch die dicken Brummer. Der Brummer jetzt. Alter. Durch Action. Ja, der hat es hier sogar rausgeschafft. Die sind gut. Alter, die haben richtig Power, ne? Ja. Der letzte. Von denen. Auch ja. Schöne, schöne lange Brenndauer, ne? Haben wir noch was Schönes. Genau, die machen wir jetzt noch auf Schlag. Leute. 35 Stück ungefähr. Jetzt geht's los. Schönes Breslauer Feuer. Ja. Und das blendet auch ordentlich. Boah. Ja, das ist doch schön immer so am Ende. Ja, ich würde mal sagen, das hätte jetzt nicht unbedingt die Kaufempfehlung, ne? Ja. Wegen diesen ganzen Knallerbsen da drin. 70 Knallerbsen insgesamt. Nee, 120, ne? Ja. 120 Knallerbsen waren da drin insgesamt und 40 Knallerbsen. Und dann bis zum nächsten Mal.